Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns immer noch in der sächsischen Schweiz. Wir sind im Urlaub und heute ist leider schon Freitag. Das heißt, wir sind schon ein paar Tage hier. Und als erstes wollten wir euch einen Geheimtipp verraten. Und zwar, wir sind ja jetzt in Bad Schander und wir schauen, was wir hier in der Umgebung noch machen können. Da heißt zum Beispiel der historische Personenaufzug. Da wollen wir, denke ich mal, auch gleich mit hoch. Außer ich muss erstmal pullern gehen. Aber wenn man parken möchte, hier überall in ganz Bad Schandau, ist es kostenpflichtig. Und wir parken jetzt auf der Toskana-Therme, auf dem Parkplatz von der Toskana-Therme. Und da kostet das Tagesticket nur 1 Euro, wenn man sich einen Kaffee gönnt hier. Das heißt? Das ist der Ultra-Geheimtipp. Ich muss unglücklicherweise jetzt einen Kaffee trinken. Hey, lieber 1 Euro parken und einen Kaffee zahlen als 5,50 Euro Tagesticket. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Außerdem kann ich den Kaffee ja noch austrinken. Der macht mich sehr glücklich. So, ja. Das heißt, wir laufen jetzt wohin? Kommst du mit? Ja, du musst erst mal auf Toilette, hast du gesagt. Du musst ja packen. Dann kommen Sie mit oder nicht? Da, in die Richtung. So, wir haben den Kaffee getrunken und es geht. Ich habe auf meinen Kakao verzichtet, weil ich nicht so viel Geld ausgeben wollte. Und Ozark statt nur 2,40 auszugeben für seinen Kaffeetrinkenpott. Die Frau hat mich gefragt, ob ich einen großen möchte. Da habe ich ja gesagt. Also, ja, es ging doch darum, Geld zu sparen. Ich. Jetzt haben wir hier eine Stunde versauert, weil er uns auf Pipi und kacken musste und einen Kaffee getrunken hat. So lange war es nicht, waren 15 Minuten. Also, eine Stunde. Fräulein, wo geht's jetzt lang? Also, wir müssen. Hoff mal. Dahin. Zum historischen Personenaufzug, der da oben ist, hinter der Kante. Genau. Und dahinter ist ein Luchsgehäge. Und dahinter ist die Skywalk-Aussicht und dahinter ist die Schrammstein-Aussicht. Und das heißt, wir machen jetzt 4 Sachen auf einmal? Genau, da sind ja nur Aussichtspunkte. Dann laufen wir wieder zurück und wenn wir dennoch Bock haben, können wir in die Richtung nochmal eine Viertelstunde laufen. Da ist nämlich noch eine Ruine. Okay. Aber nur, wenn wir Bock haben. Das heißt, wenn das jetzt extrem fantastisch wird, dann haben wir auch tolle Fotos dort? Tolle Fotos und Videos hoffentlich. Und wir sind pünktlich wieder zu Hause, weil wir wollen ja heute Nachmittag grillen mit dem Jörn. Das ist sehr gut. Das machen wir bitte jetzt nochmal. Wieso? Weil ich die Kamera ausgemacht habe zwischendurch. Aber das musst du nicht aufnehmen, das war nur so ein Hinweis für dich, dass wir am Fenster stehen. Ja. Für gute Aufnahmen. Das mache ich, schneide ich nicht rein. Ich weiß. Aber wenn du es dir nochmal anguckst, findest du es trotzdem lustig. Endlich mal nicht rumlaufen, sondern Fahrstuhl. Komisch, der Fahrstuhl ist nicht wegen Corona geschlossen. Das ist so ein Königstein schon. Das gehört auch zum Malerweg, sehe ich hier auf dem Schild. Ist das richtig? Ja. Anschluss an den Malerweg. Der Luchs hier. Kannst du mal kurz bitte halten? Ja. Das hier bitte aufhalten? Ja. Dankeschön. Hallo. Zwei Erwachsene hin- und Rückfahrt bitte. Ja, haben wir eine Gästekarte? So, der Spengel oder ein Groschen dazu? Ein Groschen? Die Zeit ist schon lange vorbei, aber ich guck mal. Rudolf Sendig hat den gebaut. Guck mal, einjährige Anlage. Bau des denkmalgeschützten Personenaufzuges. Schon über 100 Jahre alt. 115 Jahre jetzt. Wird hoffentlich regelmäßig erwartet. Ist aber ganz schön hoch. Mhm. Ja. Geht immer weiter. Hey, oh, das geht immer weiter. Wie weit ist denn das jetzt schon? Die Deko, also das hat sie gut. Ich glaube, die war nicht von. Das ist ganz schön. Ui. Okay. So. Aber guck mal, wie krass das mit den Bergen aussieht, wie der Nebel. Boah. Das ist so amazing. Kann Kamera. Kamera. Ja, genau. Ich mach jetzt.
Hoi! Das sollte ab. So, ich habe jetzt gerade noch mal die Aufnahme, die geile Sichtaufnahme kontrolliert. Ihr müsst euch das nur vorstellen. Also wir sind hier irgendwie, glaube 100 Meter über dem Boden. Also ich hoffe, man kann den jetzt das Ganze erkennen. Und wir waren jetzt gerade noch mal mit der ausgefahrenen Stange 2,7 Meter da oben im Himmel. Also extrem krass, geil. Und Fräulein hat eine schöne Insta-Story gemacht. Ich hätte dich diesmal sogar verlinkt. Dankeschön. Die Mira hat jetzt schon das Luchsgehege entdeckt. Hier geht das Ganze los scheinbar. Ist kein Luchs drin. Ist keiner drin? Oder sind ist die, ein Häuschen. Die könnten auch oben sein, da oben ist eine Absperrung. Vielleicht sind die auch alle oben. Wollen wir da mal nach oben gehen und gucken? Ja, du willst nicht mehr Treppen steigen. Wir müssen doch sowieso hoch. Ja. Also ich glaube, die sitzen da oben im Gehege drin. Wäre auch schön, wenn sie hier vorm Fenster sitzen würden. Und damit du sie besser fotografieren kannst? Ja, so ist es also. So. Was gibt's hier? Eiskaffee. Hier dann würde ich sagen, machen wir hier die Treppen. Daher kommt uns ein Mops oder sowas entgegen oder so ein Hundi. Kannst du bitte nochmal erwähnen, dass ich Hunde besonders mag? Also sag mal, alle Tiere. Ja. Also, Erweiterung des Luchsgeheges steht dort. An dem Schild. Also wir gehen nach oben und gucken mal, ob wir einen sehen. Achso, das ist da hinten, ja. Heißt? Ja, ich wollte sagen, hier ist immer alles gut ausgekennzeichnet, weil wir wollen nachher noch die Schrammsteinaussicht machen. In Ostrau, das ist der nächste Ort. Aber unser muss jetzt erstmal wieder Stufen laufen. Boah. Auf geht's. Ah, da ist er, guck mal, da unten liegt er. Hallo, ist der Luchs, guck mal. Oh. Mal gucken, ob ich beiß. Bis jetzt nicht. Niemand, wirklich niemand. Der reibt sich da an den Winzi dran an dem. So, wir sind jetzt unten vom Luchsgehege, von dort aus hochgelaufen. Wir gehen nämlich zum Skywalk. Und mit Skywalk meinen wir wirklich Skywalk. Wir müssen hier in den Himmel laufen. Die Mira rennt voran. Und ist genau schon ein bisschen Auto außer Atem. Ich aber auch, das geht hier nämlich steil bergauf, wenn man das sieht. Hui. Ich glaube, wir müssen da nach ganz oben. Hua. Ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden, weil da nach rechts geht's hoch und da ist auch ein Gebäude oben drauf zu sehen. Das sieht gut aus, dann nehmen wir das. Fräulein, wie geht's Ihnen? Erschöpft ein bisschen? Ja. Okay, also noch da hoch und dann sind wir da und da kämpft die kleine Frau. Die ist süß.
Sieht man es auf der Kamera schon? Ja, aber so ganz weit hinten in der hellen. Das Licht, wir laufen ins Licht. Eine schwebende Plattform. Eine schwebende Plattform? Ah ja. Diesmal ohne Hüpfen. Also. Oh, hier so fertig. Ich schaffe die letzten 3 Meter nicht mehr. Aber weißt du, was der Vorteil ist, wenn wir hiermit fertig sind? Runter geht einfacher. Wir laufen wieder runter, genau. Nee, wir wollten noch nach Ortsram. Da müssen wir da. Da rüben, da müssen wir weiter in die Richtung. Luftlinie nach links. Rechts. Nein, links in die Richtung. Oha. Jetzt sieht man es sehr, sehr gut. Ich dachte, wir stellen uns oben drauf oder willst du von unten erstmal ein Foto machen? Okay. Achtung, bitteschön. Oder kannst du in 10 Sekunden hochrennen? In 10 Sekunden hochrennen? Ja, für ein Gemeinschaftsfoto. Ich schaff's auch in 10 Sekunden hochzurennen. Du musst dich oben hinstellen, du musst alles austarieren. Also was heißt alles austarieren? Ach, jetzt, du baust es hier auf und dann rennen wir beide hoch. Du stehst schon oben. Ja, ich stehe schon oben. Aha, okay. Das war die Frage, ob du es in 10 Sekunden schaffst. Leute, schreibt es in die Kommentare, ob ich es schaffe. Ich glaube ja. Also wenn wir es schaffen, kriegt ihr gleich ein cooles Foto eingeblendet. Wenn nicht, dann nicht. Also wir haben es geschafft, wir stehen auf dem Skywalk drauf. Ich glaube, wir haben auch ein paar Fotos hingekriegt. Einmal ist Ozark gerannt, einmal bin ich hier gerannt. Und jetzt holt er die Kamera noch. Und wir wollten euch mal die Aussicht hier zeigen. Die ist nämlich grandios. Zu Recht Skywalk heißt die Aussicht. Ist ganz bisschen nebelig hinten leider. Aber man sieht auf jeden Fall die Berge, Lilienstein, Pfaffenstein. Hier ganz hinten ist Königstein. Und der Ozark baut gerade die Kamera auf. Nee, wenn ich's hinkriege. Ja, wie ihr seht, wir sind hier ganz alleine. Also die Bastei ist ja immer, also die Brücke ist ja immer sehr überlaufen. Aber hier war richtig schöne Ruhe und der Weg durch den Wald auch schön. Anstrengend, aber schön. Sind aber nur 7 Minuten Fußweg, deswegen das schafft man. Ist nicht ganz so gut ausgekennzeichnet, weil ein Weg führte unten lang, also eine Gabelung gab es und wir haben uns für oben entschieden und war auf jeden Fall die richtige Variante. Egal. Wir schauen gleich nochmal auf die Karte, weil ich hatte noch gesehen, es gibt eine Schrammstein-Aussicht. Auf den Schrammstein waren wir noch nicht, aber da kann man auch ganz toll wandern und das wurde ja auch uns empfohlen. Und da müssen wir entweder nach links oder rechts. Ich sage ja rechts, aber Ozark sagt links, deswegen müssen wir auf die Karte schauen. Würdest du mal nennen? Hier nochmal die Aussicht. Wir haben hier was entdeckt, das ist gratis, deswegen machen wir das. Wir haben nämlich von der 65 Schweiz in Bad Schandau ein Armbecken gefunden. Und wir haben das in Berlin noch nie gesehen. Und in Berlin würden wir es, glaube ich, auch nicht machen, weil Berlin verkeimt ist, sind wir ehrlich. Aber ich habe mich hier schon nackig gemacht und meinen Schal versteckt. Schaut mal, Leute. Das ist ein Armbecken. Ein Armbecken. Das heißt, oh, man, ist kalt. Was machst du jetzt? Den Arm da reinhalten, um dich abzukühlen? Ist sie immer noch heiß vom Aufstieg? Ein bisschen, ja, oder? Ja, mir ist warm, deswegen darf ich machen. Es ist so kühlschrankkalt, würde ich sagen. So 5 bis 7 Grad. Was hast du auf der linken Hand drauf? Ja, mein Teddy-Tattoo. Teddy. Abgekühlt? Abschneiden und trocknen lassen. Fertig. Ist das nicht cool? Ich finde das gut. Wir haben hier auf der Rückseite eine Karte. Das ist bestimmt auch gut für eine Eurodermit. Das ist bestimmt. Ich glaube da ganz fest dran. Wir waren eben wieder hier drauf. Und wir sind hier unten lang gelaufen. Hier sind wir beim Armbecken. Und das heißt, gleich kommen wir zum Fitnessplatz. Und den habe ich auf der Karte gar nicht gesehen. Aber vielleicht kann der Ozark mich noch ein bisschen quälen. Ja, oder ich ihn. Und was geht es dann weiter? Ja, Schrammstein, Blick. Und nochmal 220 Meter weiter ist die Schrammstein-Aussicht. Dann schauen wir mal, was wir da alles noch. Da kommt Wasser raus. Amazing. Wir gucken, was wir noch zu Gesicht bekommen, oder? Es ist super klares Wasser. Es ist bestimmt kein Leitungswasser, sondern irgend so ein Bergwasser. Aber es ist doch extrem cool, oder? Finde ich auch. Wer hätte es auch gemacht? Oder wer findet es eklig? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, wir sind beide auf dem Bild, wenn ich das noch ein bisschen drehe. So, genau mittig. Du musst den Empfang aufzeigen. Ja. So, wie machen wir das? Nicht so schnell.
nicht so schnell. Das ist so wie so ein, was ist das, wie nennt sich sowas immer, so ein, bitte was, für Bewegungen sind das. Du hast mir gerade die Zunge rausgesteckt, du hast gemacht. Das ist so ein, wie nennt sich denn das hier, so ein... Stepper? Nee, dieses andere, Crosstrainer, so ein bisschen. Das ist aber, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Das da ist ein Drehpedal, oder? Ich kann hier so schaufeln. Scheiße, ich muss auch hier runter. So, Fräulein Mira, was haben Sie denn da entdeckt? Ich habe ein Fahrrad entdeckt. Ohne Widerstand. Ein Fahrrad ohne Widerstand zum Treten? Ja, aber was ist das da hinten dran? Ich denke, das ist für Trizeps. Das ist eine Hochdruckmaschine. Ah. Aber das ist gut. Die Leute, die langgelaufen sind, haben die auch ausprobiert. Das heißt, das wurde schon trocken gefüllt. Ja? Sehr gut. So, schaffst du dein Eigengewicht hochzudrücken an der Trizepsmaschine? Hä? Also so kann es nicht sein. Was steht da drauf? Trizepsmaschine ist das. Ja. Drückst dich, hältst dich rein, hängst dich normalerweise rein und drückst dich dann hoch. Würde ich jetzt behaupten, aber es ist zu tief. Das macht ja schon mehr Spaß. Was ist das denn? Moment, das gucken wir uns doch genauer an. Was haben Sie denn jetzt hier? Also, Fräulein Mira, was ist das denn jetzt hier? Ein Wackelstuhl? Ja. Auf dem Sie hin und her wackeln können? Oh, den Sport kann ich bis ins hohe Alter machen. Nach hinten wippen und nach vorne wippen? Ja. Überklug? Überragend. Okay, die Sportgeräte sind schon Arsch. In unserem Park in Berlin sind die schöner. Lass uns weiterlaufen. Kannst du noch ein Küsschen in die Kamera machen, bitte? Wir sind angekommen an der Aussicht und wenn ich es nochmal erwähnen darf, mein Arm fühlt sich wirklich richtig, richtig gut an nach dem Wasser. Aber wir sind am Aussichtspunkt und ihr müsst mal mitkommen. Ich gehe weg. Das ist die Schrammstein-Aussicht. Das ist der Apfelstein und die Schrammsteine, wenn ich mich nicht recht täusche. Und sieht toll aus, oder? Ich würde jetzt sagen, ich stelle die große Kamera auf und dann machen wir ein bisschen Zeitraffer. Vielleicht sehen wir noch, wie der Nebel ein bisschen wandert. Das wäre so die Hoffnung. Und wir können unsere Äpfel essen. So, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht und die Mira entdeckt das nächste, was uns hier angeboten wird. Atemübungen für freies Durchatmen in den Bergen. Wir gehen jetzt den oberen Weg lang, wir sind hier eben unten lang gelaufen und wir gehen jetzt wieder zurück zur Höhe, zum historischen Personenaufzug, fahren runter. Und dann zum Auto. Osok wollte noch was einkaufen. Wir grillen ja nachher. Ich habe euch schon dreimal erwähnt. Und Osok will wahrscheinlich noch ein Bier holen für sich und seinen Freund. Das wird ganz frisch, denke ich mal. Abgesehen davon, dass der Jörn ja ein Dynamo dreht. Hältst du die Kamera richtig? Ja, ich halte die Kamera richtig. Ich halte die auf dein Gesicht drauf. Hier. Sehr die ist nah. So winkel. Ja, hier. Guck mal, wenn deine Hand vor deinem Gesicht ist. Du weißt, wie viel. Stopp, bleib mal bitte. Ein bisschen die Hand. Wann hast du das letzte Mal gewaschen? Vorhin. Die hier, bis hierhin kann ich filmen. Dann ist die Hand noch voll drauf. Also es ist maximale Weitwinkelaufnahme. So. Aber hier ist ein großes Hotel im Hintergrund. Ja, sieht gut aus. Und wir sind hier in Ostrau, richtig? Ja. Kann ich den Stein da mitnehmen? Du kannst den gerne versuchen zu tragen, aber ich glaube nicht, dass du stark genug bist, um den Stein mitzunehmen. Wieso? Du trägst doch alles für mich. Oh nee, nicht auch noch den Stein. Der ist klein, komm in den Der wiegt bestimmt 100 Kilo. Hä, Obelix hätte es auch geschafft. Ja, Obelix hat ja auch den Zaubertrank getrunken. Oh, hier sind Verschwimmungs... Aha. Ah, Realitätsfilter. Also gerade... So, mal gucken. Aha. Der funktioniert nicht gut, oder? Da fehlt die Hälfte.
Sieht so aus wie so ein Zwerg ohne Kopf. Und was ist das hier? Oh, Langbein. Also ich merke gar keinen Unterschied zu sonst, muss ich sagen. Ich hoffe, man sieht das. Schienstein meine ich. Ja, ich weiß, der wiegt über 100 Kilo. Dann möchtest du hier... Nix darf ich. Okay, dann beende ich jetzt aus Trotz das Video. Nein. Also ich würde gerne den Stein mitnehmen. Ozok hat es mir verboten, er sagt, er möchte ihn nicht tragen. Das ist unmöglich, oder? Findest du das nicht auch frech? Also ich freue mich, wenn ihr dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt geschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.